bekommt hier Insert hohe Priorität. Also ziemlich. Ja, haut halt alle auf mich drauf. Wirklich unnötig. Ich setze da jetzt wirklich demnächst Dings dahin. Spikes. Weil es nervt mich einfach, dass ich jedes Mal, wenn ich hier runterkomme, 10 Minuten damit verbringen muss, die scheiß Slimes zu töten. Geht mir ein bisschen auf den Keks. Ein bisschen arg sogar, wenn ich ehrlich bin. Gesaugt worden. So, Rare Loot Bags werden zu Epic Loot Bags. Epic Loot Bags haben wir keine. Müssen wir mal schnell einen machen. Und der hier wird zu einem Legendary. Gut, jetzt müssen wir die aber noch da reinsetzen. Wenn ich die jetzt hier rausschmeiß. Passiert da gar nichts mit. Muss mal gerade alles ein bisschen testen. Passiert leider nichts mehr, weil das nicht abgesaugt wird. Eine Kiste haben wir nicht dabei. Oh, wird das sehr vorbereitet, was wir hier tun. Das soll dahin. Dann kommt hier ein Itemfilter hin. Der hier ist disabled. Der hier ist extract always. Insert. Okay. Dann kommt. Nee, so können wir das nicht machen. Sieht zwar hässlich aus. Der hier ist
So, und der ist Insert. Genau. Und hier kommt einer dran, der filtert dann eigentlich nur die Epic Lootbags raus. So, das heißt, ein Itemfilter müssen wir noch holen. Irgendwo hat man noch welche. Basic Item Filter reicht. Und da setzt man die Priorität auch noch hoch. Oh, schon wieder so ein scheiß Ding, Mann. Sterb doch einfach. Lauter kleine scheiß hässliche Slimes. So, das Setup dauert halt eine Weile. Ich hab keinen Platz mehr. Mach mal ein bisschen Platz für die Lootbags. Ich bräuchte mir noch ein Itemfilter. Warum fallen die alle daneben? Was soll denn das? Und es wird mal wieder eine ewig lange Folge. Legendary Hammer schon mal ein. Der ist gut, weil den müssen wir jetzt hier als Itemfilter reinmachen. Active without signal. Wenn der jetzt hier drin ist, achso, der soll ja eigentlich gar nicht da rein. Wenn der hier drin ist, landet er trotzdem hier rein. Dann müssen wir hier die Priorität erhöhen. Hoffe ich mal. Oder wir machen den Itemfilter hier als Insert Itemfilter Priorität 1. Das da raus, das da rein. Und da ist er drin. So, dann können wir die drei Fässer mal abbauen. Die vier. Das auch.
Wir brauchen nur einen Itemfilter. Und da müssen wir dann die Lootbags reinhauen, die dann hier reingehen. Warum geht es da nicht? Warum wird er hier rüber gebracht? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir basteln jetzt noch einen Itemfilter und dann ist gut. Es sieht mega hässlich aus hier. Können wir überhaupt noch einen Itemfilter bauen? Wir haben kein Papier, glaube ich, mehr. Kein Papier. Kein Itemfilter. Daher würde ich mal sagen, wir lassen das hier und machen dann in der nächsten Folge da weiter. Weil jetzt sind wir schon wieder viel zu lange da. Sind wir wieder 35 Minuten gleich von der Folge. Das ist einfach zu lang. Den lassen wir mal weiterarbeiten. Der hat noch ein bisschen was zu tun. Ja. Und wie er mich halt kennt. Wir machen das die nächste Folge. Machen wir es jetzt doch noch schnell. Moment, wir nehmen Eisen noch mit. Ja, wir müssen noch einen Hopper bauen. Irgendwo hatten wir auch noch Holz. Ach, das habe ich unten in der Kiste drin. Stirb. Was wollte ich denn hier unten? Eine Wasserquelle. Ah ja, genau. Das war aber hier und nicht oben. So. Ah, das ist alles so umständlich mit dem Wasser. Und dem Papier. Weil wir einfach keinen vernünftigen Platz haben, um Zeug anzubauen. Ihr werdet, wenn ihr die Folge geschaut habt, gemerkt haben, dass ich daraus zwei Folgen gemacht habe, weil es war einfach zu lang. Wir sind insgesamt Folgenlänge bei ungefähr 40 Minuten. Das will ich euch nicht zumuten. Also gibt es zweimal 20 Minuten. So. Itemfilter. Und kaum ist man mal eine Sekunde weg. Sind da schon wieder zig neue Dinger gespawnt. So, normale Lootbags, das hier nicht. Hallo? Macht der hier den Scheiß rein?
Lootbags, die Lootbags und Rare Lootbags. Soll ich hier rausfiltern? Die kommen dann da rein. Ich dachte, ich mache mal hier schnell so ein schnelles Config-Teil. Das muss sicher gehen, dass es auch wirklich funktioniert. Mache ich jetzt noch mal eins. Ich mache noch mal einen Itemfilter. Das ist vielleicht das Umständlichste, was ihr je gesehen habt, Leute. Aber am Ende wird es funktionieren. Ich habe so einen doofen Husten. Es wird funktionieren, glaubt mir. Glaubt mir, glaubt mir. So, hier machen wir nämlich jetzt Extract das hier und Blacklist den hier. Den Epic Lootback. Ne, der wird jetzt hier nicht mehr rausgesaugt. Dann hätten wir uns den Itemfilter eigentlich sparen können. So. Sieht jetzt etwas verworren aus. Funktionieren. Ich verspreche es euch. Haben wir da noch ein paar Fässer? Nee. Das können wir wieder mitnehmen. Das nehmen wir auch mit. Das lassen wir mal da. Dann haben wir nämlich noch Platz, eine andere Sache mitzunehmen. Gut. Es wird funktionieren, das weiß ich. Guck mal, wir haben jetzt schon ein Stack Gold gekriegt. Ich wollte jetzt von denen hier welche mitnehmen. Oh, dieser Husten, der ist eklig. Das sage ich euch. Um hier zuzumachen. Gucken jetzt hier mal kurz rein, ob da auch wirklich was ankommt. Sollte eigentlich gleich der Fall sein. Wenn die Zombies denn spawnen würden. Gucken wir einfach mal. Hier sind zwei grüne drin und drei Rare Lootbags. Dann holen wir hier ein bisschen Eisen noch. Oh, das waren vielleicht ein bisschen viel Schwerter. Spike.
Eisenblock. Wirklich dir. Diese Teile da unten gehen mir sowas von auf den Geist. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, Spikes haben wir jetzt ein paar gemacht. Jetzt gehen wir noch schnell kontrollieren, ob das alles geklappt hat, so wie wir uns das wünschen. Jawohl. Also irgendwas ist passiert. Wir haben hier einen Epic Loot Bag. Na, schon wieder. Ich weiß auch nicht, weshalb die immer nur an den Ecken entstehen. Oh, das kann man auch ein. Oh. Au. So, das muss jetzt reichen. Ich hoffe mal, das wird die komischen Dinger hier ordentlich ärgern. Das muss wieder nach oben. Das können wir drin lassen. Und das auch. So, funktionieren tut das, was wir gebaut haben. Hat zwar 2 Folgen gedauert. Aber das wollte ich hier nochmal. Ah, unsere Falle aufschalten. So. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, auch wenn es vielleicht ein bisschen lang war. Die Meinungen werden geteilt sein. Und hoffe uns in der nächsten Folge wiederzusehen bei Sky Factory. Gibt immer was zu tun hier, das ist unglaublich. Und so, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.